So, willkommen zurück. Da wären wir wieder bei The Legend of Zelda: A Link to the Past. Machen wir das mal flott weg. Wo starten wir denn mal? Nämlich Kathedrale. So, wir haben das zweite Medaillon geholt. Wir haben jetzt das Medaillon des Mutes und der Stärke. Jetzt brauchen wir noch das dritte, ja. Ich glaube, das ist der Weisheit. Das befindet sich hier oben, in diesem Turm da, auf dem Berg, im Heras Turm, glaube ich. Gehen wir mal ein bisschen um. Wir haben jetzt diesen Krafthandschuh, oder wie das Ding heißt, womit wir so Steine und sowas hochheben können. Beziehungsweise schwere Dinge verschieben. Ach, komm, wir kommen nicht heran. Scheiße. Hier gab es irgendwo überall in ganz vielen Ecken noch was. Oh, upsa. Sieht doch schon verdächtiger aus. Upsa. Ah ja, das ist der Tunnel unter dem Schloss, genau. Damit man hier an diese Wände kommt, ohne sich durch das gesamte Schloss kämpfen zu müssen. Wobei, ich glaube, die lassen einen, glaube ich, gar nicht rein, ne? Na egal. Was gibt's denn hier Nettes? Truhen. Auf meine Truhen. Ach du Scheiße. Wir haben volle Rubineanzahl. Irgendwie müssen wir mal was damit machen. Ich weiß noch nicht so genau was, wenn ich ehrlich bin. Dann wieder raus hier. Da ist der rechts. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Da bin ich wieder. Direkt wieder ab. Und ich habe nämlich keinen Bock noch auf dieses furchtbare Jaule. Mal gucken, ob es da noch irgendwas Nettes gibt auf diesem kleinen Friedhof hier. Die Schwarzen kann ich noch nicht hochheben, ne? Nein. Was ist das für ein Beknackter? Oh, der hält aber was aus, der Gute. Hab ich jetzt 4-5 Schläge hab ich für den gebraucht oder was? Also wahrscheinlich ist hier oben noch was versteckt. Aber wenn man sieht, kommen wir da noch nicht ran. Hier schon? Ach so, ja, na klar, wir sind hier links durch dieses Loch gefallen in den Busch da unten. Genau. Na gut, also dann gehen wir mal Richtung Turm. Wäre nur geil, wenn ich irgendwie noch ein paar Rubine ausgeben könnte. Ich habe einfach viel zu viel. Aber die verkaufen leider auch in ihrem blöden Laden nicht vernünftig, glaube ich. Wobei doch so ein Wässerchen können wir uns mal holen, so ein rotes. Wir haben ja leere Flaschen. Wir ein bisschen durch die Wälder spazieren, vielleicht gibt es hier was Nettes. Baumstümpfe sehen so ein bisschen so aus wie bei. Upsa! Bei Minish Cap die Portale. Ist hier aber nicht der Fall. Können wir nichts mit anfangen. Oh, da scheint es nicht wirklich was zu geben. Keine Ahnung.
keinen Bock jetzt zu suchen. Wir haben so viel Geld, wir können mit dem Wahrsager hier nochmal ein bisschen Kohle zahlen. Eigentlich meine ich ja sowas lieber für unsinnige Information, Geld auszugeben. Aber wir haben so viel, was sollen wir mit? Das ist doch selten, dass ich so früh im Spiel irgendwie volle Rubine hatte. Im Magie-Shop, ne, Nerdus Ostpalast, es gibt jetzt einen Pilzliebhaber. Ja, ich habe ja keinen so einen Pilz, ne, blöd Mann. So, dann wollen wir mal. Bis wir die Bösen weg sind, kann der Hasrala ins Dorf zurückgehen. Aha, schön gehen. Oha. Okay, da geht's in die verlorenen Wälder. Eingang war irgendwo hier oben. Achtung, Lebensgefahr. Betrieb des Todesberges streng verboten. Ist wie immer der Todesberg. Das war ja auch schon mal im ersten Wälder gewesen und Dutzend Weiten, jetzt haut mal ab hier! Da ist noch irgendwas, genau, die Holzfäller waren hier. Junge! Vorsicht, Cloud, der seltsame Nebel über dem Wald ist wirklich unheimlich. Ritschratsch, merkwürdig, wie sich der Baum beim Sägen anfühlt. A und B Holzhack, okay. Elfe, also nach Fee und da oben gibt es ein Herzteil. Sieht eher so aus, als müsste ich von weiter links da rein. Oder weg, Bursche. Diese wild gewordenen Fliegen, was wollen die eigentlich? Ja, guck mal, da kommt ein Wald auch rein. Hurra, das Masterschwert! Nein, doch nicht, schade. Nur eine Attrappe. Kleine Spielchen krieg ich 100 Rubinen und kannst deine Truhe öffnen. Ja, warum nicht? Ich hab so viel. Ah, 100 ausgegeben, einen bekommen. Spitze! Drecksfee. Ups!
Oh, auch ein Herz da. Schön, immer her damit. Hey du, was willst du hier? Das ist das Versteck unserer Diebesbande. Ohne Erlaubnis kannst du nicht einfach reingehen. Soll ich dir noch was sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Ich meine, dass ich den gefunden hätte, oder? War da nicht irgendwo so ein Spinner? Aber egal. Okay, ich dachte, ich komme von hier aus irgendwie in die Höhle, die da oben war, mit dem Herzteil. Kann ich mich gerade irren. Egal, wir müssen jetzt zum Todesberg. Schluss mit dem, Rumgeeiere hier. Hinterlass bloß keine Herzen, das wäre zu viel verlangt. Hopsa! Leute, nervt mich. Ach ey. Nee, ist klar. So. Ich weiß den Weg nicht mehr auswendig. Geht's halt einfach mal drauf los. War grad schon mal verkehrt da oben. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Schwachkopf. Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Lauf lieber rechts entlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns. Aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Ja, soll ich das von Prinzessin Zelda erzählen? Ich frage mich, was die dazu sagt. Deinen Plan auf. Geh lieber nach rechts. Weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verstecken und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Das ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Agane versucht durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der sieben Weisen sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Ich soll nach rechts, dann gehe ich mal nach links. Ach ne, links ist zu. Huch! Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Ist unwahrscheinlich, wenn du jedem davon abwartest. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Ich habe kaum eine Wahl. Noch etwas, falls du in einen magischen Teleporter gerätst, dann schau in diesen Spiegel. Das ist ein Zauberspiegel. Er ist klar, blau und schön. Aber was ist das? Fühlst du etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Ich fühle, dass gerade so ein Klotz auf mich runterfällt. Dann geh doch hier rein. Der hinterhältige Zauberer hat den König arglistig getäuscht. Er versucht nun mittels Magie den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Ein grauenvoller Gedanke, wenn ihm das gelingt. Ach ja. Im Turm auf dem Berg befindet sich die sagenhafte Mondperle. Finde sie auf jeden Fall. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist dir Erholung zu verschaffen. Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Ja, immer her damit, Digga. Ist ja doch zu irgendwas nütze. Du nervst nur. Helle stelle ich mich mal wieder nicht an.
ganz neu. Jetzt lässt er mich ja nicht durch. Ach, meine Fresse, noch eins. Ist nichts mehr. Ja, Opa, kannst du mich direkt nochmal heilen? Ich kriege irgendwie aufs Maul. Ja, das hast du mir gerade schon gesagt. Ihr seid alle etwas behindert, kann das? So, hier kommen wir noch nicht lang. Na gut. Muss man später nochmal wiederkommen, wenn man die passenden Gegenstände dafür hat. Diese Höhle führt zurück zum Dorf Kakariko. Das wollen wir nicht. So, hier geht's theoretisch nicht weiter. Wir müssen da oben rauf. Da oben ist der Turm, wie man sieht. Wir checken mal ganz kurz die Höhle ab. So, jetzt muss man folgendermaßen vorgehen. Man beachtet die Form dieses Felsens hier, diese Brillenform, sag ich mal. Jetzt gehen wir diesen Teleporter. Jetzt sind wir in der Schattenwelt. In der Schattenwelt verliert man bedauerlicherweise seine menschliche Form. Wir sind jetzt in Karnickel. What the fuck, was geht denn hier? Was willst du hier? Bildest du dir ein, du Hasenfuß kannst mehr ausrichten als ich? Ich suchte die goldene Macht und was ist aus mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Heras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Ist auch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Nun lass mich endlich in Ruhe. Bounce. Hallo, du Hasenfuß. Ich musste was erzählen. Sperr die Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Was das bedeutet? Das heißt, zu allem und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung, so wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. So, man sieht, dieser Felsen ist nicht da. Stattdessen haben wir aber hier auf dem Boden eingezeichnet, das Brillenform. Jetzt schnappen wir uns den Spiegel, mit dem man jederzeit aus der Schattenwelt zurückkehren kann. Stellen uns mal schön auf diesen Felsen drauf. Tata! Voll cool. So, mit Hilfe dieses Teleporters könnte ich jetzt auch direkt wieder zurückreisen. Der bleibt jetzt eine Weile erhalten. Das machen wir aber nicht, wir wollen jetzt zum Turm. Mal gucken, was es hier noch gibt. Brubbel, 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 mumbel, mumbel. Mudora. Halte das Masterschwert hoch und wirst das Luftmedaillon bekommen. Schade, wir haben das Masterschwert nicht.
diese Medaillons. Ich glaube, es gab drei Medaillons, wenn ich mich richtig erinnere. Die waren auch echt ziemlich schwach, wenn ich mich richtig entsinne. Ich glaube, ich habe die nie wirklich gebraucht. Also so ein oder zwei Ecken, da muss man es irgendwie benutzen. Aber sonst waren die eigentlich sehr unnütz. Gucken wir mal. Achso, hier geht's nicht weiter. Okay. Also ab in Heras Turm. Das dritte Amulett holen und am besten auch noch die Mondperle finden. Ich hatte kurz überlegt, ob wir hier einen Cut machen, aber ich denke, wir ziehen das jetzt einfach mal direkt am Stück hier durch. Ja, yeah, 6 Stockwerke, super. Soweit ich weiß, sind die aber alle nicht so groß. Also die haben alle nicht so viele Räume. Ach ja, in diesem Zelda kam das erste Mal diese Schalter vor, womit man diese Steine im Boden versenken konnte. Kennen wir aber ja auch schon aus Minish Cap, oder? Kamen die davor, die Schalter? Ich bin mir gar nicht sicher. Naja, egal. Jedenfalls kann man mit so einem Schalter eben die Steine verändern. Ne, die orangenen und die blauen wechseln quasi ihre Ausrichtung. Die einen gehen in den Boden, die anderen kommen rauf. Das gilt, glaube ich, für den gesamten Level, nicht immer nur für den Raum. Also wenn ich den jetzt anwähle, dann sind auch die Schalter oben in der Etage allesamt verändert, umgekehrt. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Sprich, wenn ich jetzt hier raufgehe, muss ich hier oben eigentlich jetzt die Steine rausgucken und ich komme hier nicht weg, nicht wahr? Richtig. Gut, dass wir einen Bumerang haben. Cloud, ich bin es, der Dorfälteste Sahasrara, weiß ich. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verliesen in den Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Achso, also wenn ich meinen Spiegel gucke und irgendwie nicht weiter weiß, wenn ich verlaufen habe, dann komme ich damit zum Eingang zurück. Das ist schon mal die Map, sehr schön. Direkt mal her. Ja, man sieht, ne, es sind gar nicht so viele Räume. Relativ wenig hier. Aufpassen. Der Endboss ist natürlich ganz oben, ist ja klar. Also gucken wir erstmal, was unten noch so abgeht. Das gefällt mir nicht. Ja, ach, das dachte ich mir schon. Im letzten Level schon genug Probleme gemacht. Schön, dass ihr auch mal fertig seid, Freunde. Sonst nichts. Ich vermute mal, wir müssen die Lampen einfach einschalten, war nicht so schwer. Ah, schon der große Schlüssel für die Truhe und die Tür für den Endboss. Gut, damit hätten wir dann ganz unten schon mal alles abgedeckt. Stimmt's? Genau, also ab in den dritten Stock. Ach, das war klar, jetzt komme ich von hier nicht an den Schalter ran. Gehen wir nochmal runter. Ja, da habe ich gepennt. Dann hätte ich natürlich hier. Lass mich! Keine Ahnung, ob ich den Schalter umlegen sollte oder nicht.
bisschen aufpassen, man prallt von denen immer zurück. Die blaue Version ist jetzt nicht so schlimm, weil die kann man auch killen. Die gibt es auch noch in Rot, die kann man, glaube ich, nicht mehr umlegen. Durch die verfolgen einen immer weiter, die muss man irgendwie dann, also sollte man nicht wirklich zerdrücken. So, noch ein neues. Noch was Neues, ein neues. Fällt das Wort nicht ein. Ist auch egal, mit diesem Stern lassen mich die Löcher verschieben. So ungefähr. Eine Neuerung, würde ich sagen. Ein neues irgendwas. Ja, ja, klar. Hat viele Störungen. Der Junge schubst mich nicht in das Loch. Keine Ahnung, ob es jetzt klug ist oder nicht. Och Junge! Kompass? Was bist du wieder, Opa? Cloud, ich bin zu deiner Weihstoff. Ein wertvoller Edelstein, Mondperle genannt, befindet sich in diesem Turm. Mit der Mondperle kannst du auch in der Schattenwelt deine Gestalt bewahren. Du musst sie finden und den Turm wieder verlassen. Vergiss das nicht. Ja klar. Wie blöd hältst du mich eigentlich, sag mal. Also, jetzt müssen wir dann hier ran. Müssen wir dann mal gucken, wie das nochmal geht. Ach ne, ich glaube, man muss sich von oben runterfallen lassen. Wir gehen erstmal weiter. Fünfter Stock. Uah. Ja, die Wände sahen nur so aus, da konnte man nichts dran tun. Genau, das war ein Rot, der kann nicht sterben. Die muss einfach möglichst aus dem Weg gehen. So. War das richtig? Ach, das war Gold richtig. Die Mondperle, die Gestalt des Helden ist damit gefeit gegen magische Verwandlungen. Durchgehen. Verflucht. Ich würde gerne da dran. Über uns ist schon der Endboss, genau. Gibt aber weit und breit keinen Schalter. Kurz gucken, ob ich einen Schalter irgendwo wiederfinde. Da sind nämlich, glaube ich, ganz viele Herzen unter den Vasen. Ich möchte eigentlich mit zwei Herzen meinem Gegner gehen. Das ist an sich nicht schwer so, aber ich finde, wir müssen hier das Ganze nicht irgendwie noch herausfordern. Wir nehmen nur so viele, wie wir brauchen, weil die kommen nicht mehr wieder. Falls wir ein paar Herzen verlieren, müssen wir mal welche holen. Also ab zum Endgegner. Wo ich jetzt nicht genau weiß, ist das Hera oder ist das eine Lanmola? Ich habe es im letzten Verlies schon mal erwähnt. Da
hat noch eine komische Würmer am Ende. Ist aber eigentlich egal. So. Naja, Digga, was ist so für Schäden? Du bist ja kleine, zierliche Äugler. Man muss ihn immer am Schwanzende treffen. Der wird allerdings zwischendurch auch mal schneller oder gleich zum Ende hin. Das Doof ist, wenn er einen runterschubst, muss er, glaube ich, wieder von vorne anfangen. Also die Schaden, die wir angerichtet haben, bleibt nicht bestehen. Junge! War nicht so schwer, ne? Finde ich auch. Du hast das Amulett der Weisheit errungen. Geschafft. Du hast alle drei Amulette. Geh jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. Na, Chef. Aber ich werde hier natürlich jetzt einen Cut machen. Ja, und dann geht's mit dem Masterschwert dann direkt beim nächsten Mal weiter. Ja. Also, so viel von hier. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao.